Ja, hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Folge, genauer gesagt der Folge 94 90 Minecraft Together. von Let's Play Minecraft Together Genau, ich greife dir jetzt gerade mal mit dem alles ab. Hypercon 95 und dem Mr. Gobble Game. Genau. So, worüber haben wir letzte Folge gequatscht? Das wollte ich ja mal davor schneiden. Ach so, ja, richtig. Ja, hast du noch mal Erde bitte für mich? Nein. Ja. Aber ich sag's mal so, okay, dann hole ich gerade ein bisschen. In der letzten. Ich hab ja. Gibst du mal bitte? In der letzten Folge haben wir ein klein wenig darüber geplaudert, über gerade MG-Stellungen, Bunker und so weiter und so fort. Davor die Folge war ich ja etwas redebegabter. Diese Folge habe ich dann mal Robin überlassen. Ja, das war sehr nett, sagen wir mal so, ne? Ja. Ja, dann würde ich sagen, gibt es ja nur noch einen, der ein bisschen quatschen könnte, wa? Tommy. Extrem viel Lust. nee. Zack. Hä? Ich sehe wieder meine Nachrichten noch nicht mal. Oh. Oh. War Achso, ja hier ist irgendwie, aber hä? egal, ja. Ach so. Ja, dann müssen wir halt wieder plaudern. Ja, okay. Wollten wir weitermachen über das Thema, was wir letzte Folge angeschnitten haben? Angeschnitten, ich Naja, guck drüber mal. gequatscht haben. Was im Schlafen hier alle. Ach so. Okay. Ah, ja. Wir haben übrigens 22:45 Uhr. Ja. Nebenbei. Nicht schlimm. Ich hol mal Schaffbar. Seeds für die Dings. Ja, normale. Ja. Warte, zähl doch grad, wie viele wir brauchen. Hier das, zack. Hier wollen wir. Boah, hol einfach mal einen Stack, dürfte reichen. Jetzt. Ja, dann erzähl doch du. Na, was heißt erzähl doch du? Ich habe ja eigentlich soweit alles erzählt, was bisher so hier passiert ist. Ja, so gesagt haben wir eigentlich eine relativ ruhige Gegend hier gehabt. Ich habe halt immer nur davon gehört, dass das Ganze hier einnehmen und so. Das war irgendwie doch recht hohe Priorität. Ich weiß aber nicht warum. Ja gut, das kann natürlich sein, aber bei uns kamen sie halt über Holland, ne? Über Holland, Über ja. Holland, ja, die ist direkt an der Grenze, war, gibt es auch zwei Bunker. Direkt unten wirklich an der Grenze. Und auch Gräben, was ich so gesehen habe, die Richtung Holland, nach Holland sogar noch reingehen. Also. Ja, wir haben Bunker und so nicht viel gehabt. Wir hatten halt, was hatten wir zu verteidigen? Wir hatten damals eine Eisenmine. Ja. Die ist mittlerweile aber stillgelegt. Okay. Wir hatten hier damals eine Eisenmine. Wir hatten, ja gut, wir hatten, wie nennt sie es, ein Holzmacher-Dings da, also großen Traktor und so. Damals war Traktor was ganz Besonderes. Heute hat jeder, haben wir zwei. Jeder ein Arschentraktor. Ja, ich wollte es nicht sagen. Wie heißt's? Ja gut, wie heißt das nochmal, so ein Traktor-Ding hier, wo Holz machen? Nicht Förster. Schreiner. Ja, Schreiner. Wir hatten damals einen Schreiner. Was hat man noch? Boah, mehr fällt mir gerade gar nicht ein. Gut, und wir hatten drei Mühlen. Die haben wir sogar heute noch. Okay. Ja gut, da war ja schon dann so Versteckmöglichkeiten, die es da gab, ne? Indirekt. Ja, gut. Was ich auch, wo ich auch cool, lustig fand, beziehungsweise heißt lustig, Wo ich auch lustig fand. wo ich auch lustig fand. Nee, ich habe letztes Mal eine Reportage gesehen über den Nürburgring. Und da gibt es, ich weiß nicht genau welcher Streckenabschnitt, aber da gibt es einen Tunnel unter der Strecke. So, und da hatte mal einer erzählt, da hat er sich mit seiner ganzen Familie versteckt während des Zweiten Weltkriegs. Und Wenn das der Tunnel ist, den ich denke, den er meint, dann, hä? Ach, ja, scheiße, die also Kiste geht ja da gar nicht mehr. es gibt da ein oder zwei Tunnel, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich wollte. Ah, ja doch. Es gibt da wohl ein oder zwei, ne, einen Tunnel gibt es da. Der muss wohl. Ein Pisten? Boah, keine Ahnung. Das kann ich dir auch Keine nicht Ahnung. sagen. Warte, die waren, Ah, scheiße. Du brauchtest ein Redstone und ein Eisen. Das kam immer in die Mitte, Mitte unten. Dann, die komplette obere Reihe Holz. Also, ja, okay, du weißt wie.
Wir hätten hier die Stöcke reingetan, verpipst Ich. nochmal. Ja, Mensch, Robin, Weil ich nicht wir wusste, haben wohin die Verbindung. sollen. Du hast das da irgendwie so komisch gemacht. Ja, guck einfach mal so ein bisschen. Jo, Chef. Danke. Sehr rührend. So, Wollte was sagen. Ich habe keinen Witz gemacht. Stimmt. Nee, und zwar schon trinken. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Wer hat sich das Ganze? Oh, die Unordnung. Nürburgring, genau. Und zwar gab es da ja, ja, einen Tunnel halt. Und da hat er sich mit der Familie versteckt. Und dann meinte der, wollte der eines Morgens, weil der wohl ins Dorf musste oder sowas, ich weiß nicht, der lebte in Adenau. So, und Adenauer Forst, ja, Bergischer Landschaft genau. übrigens. Da muss irgendwo der Tunnel sein, ich glaube Adenau Forst oder sowas. Und er wollte, ich weiß nicht, ob das jetzt für seinen Bruder war oder für seine Schwester, keine Ahnung, ins Dorf irgendwas holen. Und ist dann auch ins Dorf gegangen und die Kam nicht konnten. mehr zurück. Doch, er kam wieder zurück, aber er war unter Beschuss. Also sagen wir mal so, er hat den Flieger ankommen sehen, der hat kurzzeitig wohl mit den Flügeln gewackelt und hat dann angefangen, aus allen Rohren zu feuern. Ne? Und man muss bedenken, er war gerade 8 Jahre alt. Und da frage ich mich dann doch, ob die das nicht schon irgendwie mal unterscheiden können, ob der jetzt 8-Jährige sind Ja, oder überleg mal, ob's. du, die haben damals Bomben auf Städte geworfen. Da waren auch Achtjährige, Zweijährige. Ja, na klar, aber wenn da eine einzelne Person rumrennt, ja, die nicht Ja, größer gut. ist als vielleicht 1,50 oder noch nicht Ja, mal. ich weiß nicht, ob du schon mal geflogen bist. Ich bin's jetzt persönlich nicht, Ich auch ne? nicht. Aber ich denke mal, das ist relativ schwer, sowas dann mitten im Flug. Ich meine, die heutigen Jetpiloten sind zwar schneller und alles, Ja, ja, aber bei damals weitem. war das auch schon was ganz Schönes. Na klar, sicher. Und ich weiß nicht, ob du dann unterscheiden kannst, ob das jetzt. Vor allen Dingen überleg mal, es gab ja auch noch die HJ, ne? Mal davon abgesehen. Quasi schon, bevor es schlimm wird, es verhindern. Ja, klar. Ja, gut. Ich meine, man konnte auf jeden Fall das, was ich gesehen habe, aus dem Tunnel heraus komplett Adenau sehen. Also er muss wohl höher gelegen sein. Ich weiß wirklich, wie gesagt, nicht welcher Streckenabschnitt das ist. Keine Ahnung. Ja, wenn es Adenauer ist, dann wahrscheinlich Adenauer Forst. Muss ja schon. Das wäre auch mal ein Eben. cooles Thema, wo man sich drüber unterhalten könnte. Nur beschränkt? Jo. Ja, ganz klar. Ich liebe den Ring. Oh ja, definitiv. Obwohl es, na gut, wenn man sich so überlegt, eigentlich schade findet, dass der neue Besitzer Rock am Ring verboten hat. Ja, das ist. Als mein Vater mir das gesagt hat, habe ich gesagt, ja, komm, ist klar, verarschen kannst du dich selber, ne? Nee, Ja. das ist mein Ernst. Ja. Wie jetzt dein Ernst? Mhm. Ja? Das ist mein Ernst. Hab ich mir auch Ernsthaft. gedacht. Ich Das wollte unbedingt mal nach Rock am Ring. wird sehr gut. Dieses Jahr ist noch, ne? Ja, dieses Jahr. Ich bin nicht 18. Ja, richtig. Na gut, aber ich habe auch jetzt wieder gelesen, soll ein anderes Rockfestival in Nürburgring kommen für nächstes Jahr. Zwar nicht dasselbe, ein anderes, das habe ich bei Facebook gelesen, weil da kannst du ja auch die Seite Nürburgring teilen, Ja, habe beziehungsweise ich. liken. Oh, da ist ein Ford GT gefahren. Und da meinen die wohl irgendwas nächstes Jahr 2015, 6. bis 7. Juni oder sowas irgendwie, wäre wohl irgendwo eine Rockveranstaltung da. Geil. Und Sticky Sticky Pistons, Pisten. ja, wir haben 33 Slimeballs. Ich tue dir die in die Mineralienkiste. Die ist direkt ganz, wenn du Treppe runterkommst. Also kommen wir mal von einem anderen Thema jetzt. Und zwar kommen wir mal zu dem Thema Nürburgring. Und zwar, was denkst du über den Park bzw. dieses Freizeitangebot, was die da neu gebaut haben? Wie findest du das? Wartet mal. Sag erstmal deine Meinung dazu. Dafür muss ich gerade mal was öffnen. Meine Meinung zu dem Freizeitangebot ist Geldverschwendung. Ganz klar. Ich meine, haben sie zwar gut gemacht, okay, aber die Achterbahn ist, die, da fährt keiner mit. Können sie knicken. Die ist ja sowieso, glaube ich, geschlossen, soweit ich weiß. Ja, die war mal eine Testfahrt. Ja, das wäre das Einzige gewesen. Ich zeige euch mal Und. kurz meine Meinung dazu. Okay.
Ja, ist halt so. Jeder hat seine Meinung dazu und ich habe auch gesagt, meine Meinung ist definitiv Geldverschwendung. Ja, ich meine, mein Vater hat da damals mit seiner, was heißt mit seiner Firma, hat da mal hingeliefert. Ja. So, und der hat gesagt, das ist so ein Bullshit, das ist so unkoordiniert da alles. Ja. Totaler Bullshit. Ich fand es, wie es früher war, war es Ja. echt besser, Und ich definitiv. meine, ganz im Ernst, ja, schön, die Leute, die an den Ring kommen, die kommen da nicht in wegen einem Freizeitangebot. Nee. Die kommen an den normalen Ring, also an den kleinen GP-Strecke. Wenn ich sage jetzt einfach mal, der normale Ring ist jetzt einfach mal die normale Grand Prix-Strecke. Ja, richtig, Und wenn genau. ich dann grüne Hölle oder hier normale sage, ne, dann meine ich erst den richtigen Ring. Ja. Und kein Schwein kütt dahin, um irgendein Freizeitangebot zu genießen. Nee, wollte ich gerade sagen. Das hat auch immer einer mal gesagt, wenn ich auf eine Achterbahn will, dann gehe ich in den Freizeitpark oder sowas. Ja, sehe Weil, ich genauso. wenn du da auch, gut, das mag zwar sein, du bist in dem Moment dann auch, aber du bist dann auch nie so schnell mit der Achterbahn wie die mit den Wagen auf der Strecke. Ja. Das ist, ich meine, es ist erachtens Blödsinn, das ist die Achterbahn, definitiv. Aber, Nicht in den Keller gehen, Leute. okay, warum? Da liegen Leaves rum. Okay. Ja, ich räume gerade ein bisschen um. Nee, also meines Erachtens war das einzige Gute, was sie gemacht haben, die neue Streckenerweiterung an der Mercedes-Tribüne. Ich bin zwar schon mal an der Grand Prix-Strecke gewesen, schon einige Male, Ja. aber ich interessiere mich nicht für sie. Ja. Keine Ahnung, die Nordschleife ist einfach viel schöner. Ja, na klar, sicher. Die hat viel mehr Leben, die hat viel mehr Ausstrahlung, Ja, die hat einen eigenen definitiv. Stil, es ist die grüne Hölle, die ist Ja, da, die ist richtig. geil. Und die geile Würstchenbude ist da. Oh ja, Brünnchen, genau. Richtig. Das ist geil, das stimmt, ja. Das ist so wahr. Und Wir sind übrigens ab 24 Stunden Rennen da. okay, ja, ich leider nicht, ich bin nicht da. Ah, schade. Ja, genau. Aber danach Du dann am bist. VLN, denke ich mal, irgendwann. Ja, Tommy. Kannst du kurz mitkommen, ein bisschen ein paar Blätter mitnehmen? Ich muss Tommy, mal kurz Erde holen. danke. Ich wollte, wie gesagt, auch dahin, aber ich bin leider nicht da. Aber Ja, wir auf jeden kannst du Fall. die Blätter gerade mitbringen? Welche Blätter? Wirst du früh genug sehen. Okay. Nee, und dann irgendwann faulen, definitiv kommen wir dahin. Mit allem Mann mal. Weil wir wollen definitiv mal wieder dahin. Das ist. Oh, ich bin voll. Ja, Wir pennen dann da. lass uns mal alle irgendwie was mitbringen, mitnehmen. Nee, Okay, definitiv. das heißt, wir brauchen also ein LKW mit einem Stromaggregat, einer Anlage und einem extra Tanker für Benzin. Ja, da brauchst du einiges immer. Wir waren einmal da mit Wohnmobil. Da war aber noch das Alte. Da war noch nichts neu und so weiter und so fort. Ja, Und nimmst du gerade die Blätter mit? ja. Weil welche hat die? Kommen gerade mal mit und tun das hier in die Kiste. Und da war wirklich noch nichts neu gebaut, aber das war sowas von krass. Ja, wenn du aus dem Fahrerlager rausgekommen bist, direkt gegenüber war ein Wohnwagenparkplatz. Den haben die abgerissen, da haben die ja irgendwie so ein Restaurant oder sowas gebaut. So, und Die beiden Kisten, die obersten. Nein, hier vorne. Die so. beiden obersten. Und wenn du da Wo ich was. gepennt hast, ja, du hast keine ruhige Minute gekriegt. Das fand ich irgendwie Du musst krass. dich entweder auf die Autos konzentrieren, Ja. auf den Sound Ja, ja. der Aggregate oder auf die Musik. Ja. Meine Empfehlung ist auf die Aggregate oder die Motor auf die Motorgeräusche. Das sind Oak und Jungle drin. Warte, wo? Ich guck kurz. Weil du musst dich echt auf eins konzentrieren, sonst Ja, kannst du nicht richtig. schlafen. Vor allen Dingen das Krasseste Hier. war, Oh ja, dann tust du die Dschungel bitte raus und tust die wo war ich hier denn jetzt rein, hier hier? unten Was rechts. brauche ich denn jetzt nochmal hier? Was wollte ich denn jetzt holen? Ach, Erde. Ja, Leute, wenn ihr nicht da wart und nicht wisst, ob ihr mal dahin sollt, geht auf jeden Fall mal auf den Nürburgring. Oh ja, definitiv. Weil. Gerade VLN ist geil. Ja. Und auch so mal freies Wochenende ist auch geil. Aber am geilsten sind die 24 Stunden am Definitiv, ja, Nürburgring. definitiv. Aber Oh, ist. da bekomme ich jetzt gerade schon Gänsehaut, ne?
Wir waren da wirklich, von wann waren wir da? Von Mittwochs bis Sonntags, glaube ich. Wir sind Mittwochs hingefahren und du hast einmal, da hat sowas von tierisch gehagelt. Ich habe oben über der Fahrerkabine geschlafen, ne? Und das war sowas von mega scheiße laut da, wegen dem Hagel. Du konntest da nicht pennen. Und dann kam noch dazu, es war, wie gesagt, das 24-Stunden-Rennen. Dann kam noch dazu, jedes Mal, wenn einer in die Box gefahren ist, das hast du sowas von krass gehört, ne? Da habe ich mir auch Ja. gedacht, fahren die jetzt in der Sekundentakt rein oder wie? Und dann habe Ja, ich überleg mal, mir, wie viele Autos das sind. ja klar, und dann habe ich mir überlegt, scheiße, es hagelt ja. Ist ja logisch, ne, dass die reinfahren. Und ich denke, ah, gut, okay. Irgendwann war dann auch so, dann war dann Ruhe, weil dann haben sie sich entschieden, das dann abzubrechen, weil das war wohl nicht mehr drin. Weil da hätten sich dann so viele weggeschmissen. Und wir hatten ja, ah, Moment, ich überlege gerade, das erzähle ich in der nächsten Folge, weil wir müssten wieder unterbrechen, Freunde. Schon wieder. Jawohl. Boah. Ja, 94. wollt ihr hier oben auf den Balkon kommen gerade mal? Ja, okay. Ja, dann kommt ins zweite Stockwerk hier unter das Eins Glas. will ich, hallo? Ich wollte gerade sagen, meine Taste 1 ist Schrott. Ja, Lauf, Tommy. lauf, lauf, lauf. Tommy, da kommst du nicht weit. Muss hier hoch. Wo bist du, Robin? Hier unten. Wetten wir? Ach so, hast du deinen. Nee, nicht an. Da bin ich. Okay, wir warten gerade auf Tommy. Jo. Also, oder auch nicht. Ja, guck mal, läuft. Nein, lauf um den Zaun rum, Tommy. Und die Treppe. Na, hier ist Zaun. Ja. Oder so. Und komm hier hoch. So, dann. Ja, steht. Oh. Ja gut, Tommy geht da rein. Zack, zack. So, ich stelle mich mal wieder so hin. Jo. So, warte. Oh, das sieht geil aus. Warte, Screenshot. Tommy, guck mal kurz. Zack. Perfekt. So. Jo. Mach du. Das war's, Folge 94. Wir haben ein bisschen über den Zweiten Weltkrieg noch gequatscht. Ein bisschen über den Nürburgring. Geht in der nächsten Folge weiter. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ja, Leute, das war's auch von mir. Ich, ja, Tommy nickt auch nur. Dasselbe kann ich auch nur machen. Denn ich muss Robin total recht geben. Wir haben über den Ring meistens gequatscht. Wir beide lieben ihn mit Leib und Seele, so wie ich mein Land liebe. Wo wir wieder bei Folge 92 und 93 wären. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, guckt sie euch an. Jeweils auf dem Kanal. http://youtube.com/halberkant95 und http://user/ZINNOXX. Tommy, ich strick mir den Arsch raus. LP. Tschüss. Tschüssikowski.